Wir sind jetzt gekommen, um mit einer Geschichte anzufangen, die mit diesem Herz zu tun hat. Und dafür bitten wir euch, zur Begrüßung einen großen Kreis zu bilden. Das haben wir schon mal hinbekommen und das ist einfach ein wunderschönes Bild. Das drückt so ein bisschen die Verbundenheit aus und auch die Energie, die wir alle brauchen. Es können auch kleine Kreise in der Mitte sein, wie auch immer ihr das hinbekommt. Meistens funktioniert das von ganz alleine. Und die, die noch weiter außen stehen, die können gerne auch noch dazukommen. Gerne. So, ich will mal was zu dieser Geschichte sagen. Wir haben in den 2 Jahren auch mit Menschen hier aus der Region gearbeitet und die Annika und die Mo, die haben tolle Sachen gemacht und die haben uns eine Idee mit an die Hand gegeben und zwar hat die mit diesem Herz zu tun. Im Moment, es gibt ja viele Diskussionen und Themen darüber, wie man gendert und welche Sexualität man für sich alleine nach außen vertritt, haben wir uns überlegt, es gibt einen Punkt, der ein bisschen zu kurz kommt, nämlich wie sieht das innere Herz aus und welche unterschiedlichen Facetten gibt es da und wie liebt jeder auf seine Art und das Herzberg-Festival hat halt das Herz in seinem Namen und wir wollten ein bisschen darauf hinweisen, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt zu lieben, Liebe zu zeigen. Das kann so die lustvolle Liebe sein, aber auch die Liebe zu seinen Kindern, zu Tieren, zu Musik, zu Büchern, zu allem Möglichen, zu seinen Kleinigkeiten, die man so hat. Und jeder von euch, der jetzt hier ist, in diesem Kreis steht, bekommt so einen Button, wie ich den habe, mit diesem Herz. Und dieser Button ist dafür da, wenn ihr den behalten wollt und der für euch so wichtig ist, dann behaltet ihn. Wenn ihr aber, und das wünschen wir uns, in diesen Button ein bisschen mehr seht, dann gebt ihr den weiter in den Momenten, wo ihr das Gefühl habt, jetzt ist es soweit, jetzt geht mein Button zu jemand anderem und dieser Moment, das ist der Moment, den wir mit Now meinen. Also dieser Moment, wo ihr jemand anderem sagt, toll, dass du da bist. Oder das, was du machst, gefällt mir. Und ihr könnt euch das selber überlegen. Wenn ihr sagt, das ist mein Fahrrad, wo der Button dran kommt, dann ist es eine super Freude für das Fahrrad. So, und jetzt gehen Annika und Mo gehen und Jana rum und geben euch jedem so einen Button und dann steckt ihr euch den an. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Ihr könnt diese Geschichten auch weitererzählen, wem ihr den gegeben habt oder von wem ihr den bekommen habt. Ja, das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Wenn euch die Idee gefällt, dann sagt einmal ganz laut, all together now. All together now. Yep. Dankeschön. Wir warten noch einen kleinen Moment und dann moderieren wir Jam Ram mit Jacuzzi. Vielen Dank.